Also, das ist ja nun dein Regiedebüt. Und ich finde, du konntest dir ja wirklich keinen besseren Stoff dafür aussuchen. Ist eigentlich die von Peter Kurt verkörperte Figur dein, ja, wie soll man sagen, dein schauspielerisches schlechtes Gewissen? Nee, so habe ich das nie gesehen. Interessante Frage, aber nee, ich. Das Ganze entstand durch eine kleine Beobachtung in Spanien. Und es war in der ursprünglichen Idee, in meiner Fantasie, ein Gerüstarbeiter, der in Spanien monatelang in eine Wohnung schaut. Und ich war damals für längere Zeit in Barcelona und. Bei einem Mittagessen sah ich so einen Typen, der mir gegenüber saß, der mich wirklich durchdringend wie Clint Eastwood in so einem Western anschaute. Und wo ich sofort gespürt hatte, der findet mich wahnsinnig doof. Wie ich da sitze mit meinem Rollköfferchen und extra laut auf Spanisch rede, da habe ich sofort gespürt, der denkt sich, ach, und so ein Fuzzi zieht jetzt auch hier neu ins Viertel, ne? Da spürte ich, dass das Thema Gentrifizierung gleich da war in meinem Kopf, dass ich das spannend fand, weil ich bei mir selber gespürt hatte, dass das so lange schon Thema ist, was mich beschäftigt, weil ich seit ich aus Köln weggezogen war mit 20 Jahren, mich sowohl in Berlin als auch in Barcelona immer als diesen Typen von außen, als privilegierten Typen von außen gesehen habe. Und ich merkte, das ist eigentlich das zentrale Thema. Und dafür nutzten mir dann diese Figuren, die exemplarisch für etwas stehen, für eine bestimmte Schicht und einen bestimmten Hintergrund, sehr gut. Mir war also schnell klar, es würde mir Spaß machen, einen Schauspieler zu spielen, der viel mit mir zu tun hat, aber noch eine deutliche Portion eitler und gockliger und arroganter ist, auseinandernehmen zu lassen, von jemandem, der erbarmungslos über einen urteilt und erbarmungslos einem die ganzen pikanten, schwierigen Fragen stellt, wie das denn so ist als privilegierter Mensch. Das hat mir einfach ganz schnell schon Spaß gemacht im Kopf. Und deshalb hat mich diese Idee nie so ganz losgelassen. Als ich dann Jahre später in Berlin in so eine Hinterhofsituation gezogen bin, im Prenzlauer Berg, kam die nochmal auf in meinem Kopf und ich dachte, es ist noch besser in Berlin. Durch das Ost-West-Thema, und dadurch, dass ich einfach auch viel mehr Zeit in Berlin als in Barcelona verbracht habe. Und ich konnte es nicht schreiben, ich kann halt leider nicht schreiben und dachte, wer fällt mir ein, um so einen bösartigen Sinn für Humor, den ich unbedingt haben wollte, damit reinzubringen, um diesem Thema auch mit einer ordentlichen Portion Ironie bei aller Ernsthaftigkeit mit reinzubringen und dachte dann halt an Kehlmann, weil wir uns angefreundet hatten. Bisschen vermessen, weil ich natürlich wusste um seinen Erfolg und um die Tatsache, dass er ständig beschäftigt ist und an seinen Romanen sitzt. Aber ich dachte, ich kann es ja mal probieren. Als Österreicher kann er vielleicht was damit anfangen. Und zum Glück war es so. Und sag mal, es ist ja mit den Dreharbeiten gar nicht so einfach gewesen. Es ist ja unterbrochen worden wegen Corona. Man sieht ja, wenn die Leute durch die Straßen laufen und so, keiner hat da eine Maske. Waren diese Szenen schon vorher gefilmt? Erzähl mal ein bisschen über Eine diese. Maske sieht man, wenn man ganz genau hinschaut. Eine einzige. Ich habe es ja im Schnitt ganz häufig gesehen und auf der Torstraße sehe ich noch eine Maske. Für eine Sekunde oder so. Ansonsten war es irre. Also ich hatte irrsinniges Glück. Erstmal, dass der Film sowieso nicht zusammengebrochen ist, weil mit Beginn der Proben, erster Tag Probe mit Peter Kurt, brach die Pandemie los. Also und ein paar Tage lang sah es so aus, als könnte der Film gar nicht stattfinden. Ne? Dann haben wir unterbrochen bzw. später gestartet. Und als wir dann anfingen zu drehen, musste eigentlich nicht unterbrochen werden. Und am Ende des Films, also im Juni, als die Zahlen auch sehr runtergingen in Berlin, konnten wir die Straßenszenen drehen. Und da hatte sich die Situation so weit stabilisiert, dass nicht nur die getesteten Komparsen um einen herum, sondern auch, wenn die Kamera weiterguckte, die echten Passanten, alle keine Maske mehr trugen. Das hat mir irgendwie auch den Film gerettet, weil wir brauchten ja unbedingt diese paar Außenmomente. Die waren ja wichtig und die hätte man, glaube ich, einen Monat oder 2 Monate vorher so nicht drehen können.
Ganz toll fand ich auch die Musik am Anfang und am Ende. Es ist extra dafür komponiert worden, also was heißt komponiert worden, gemacht worden. Und kommt das irgendwie auch als Soundtrack raus? Weißt du das zufälligerweise? Ja, und wir haben auch also da habe ich schon zwei Exemplare zu Hause, eine Vinylpressung in dem, genau, im DDR-Look, als wäre es eine Schallplatte von nebenan, ist ja von nee, Warte heißt der Song, nicht nebenan, von Peter Kurt ja selber eingesungen, ne? Habe ich auf Schallplatte. Ich hoffe, dass wir ein paar mehr pressen können. Um genau die an die Leute zu bringen, aber ich glaube, es ist schon geplant, dass die paar Songs, die es da in dem Film gibt, auch rausgebracht werden, ja. Ich mache immer eine Umfrage in meinem Kulturmagazin Spirit, ein Lächeln im Sturm, das ich seit meinem 16. Lebensjahr rausgebe, was immer noch existiert, unter den Lieblingsfilmen von ja, Regisseuren, Schauspielern, anderen Sterblichen. Kannst du mir mal deinen absoluten Lieblingsfilm der Filmgeschichte nennen mit einer ganz kurzen Begründung? Ui. Das ist natürlich immer schwer. Ich bleibe immer noch seit ich ihn gesehen habe und danach gefragt werde, irgendwie bleibe ich dann doch immer noch bei Rocco und seine Brüder. Ich kann mich erinnern, dass ich meinen ersten VHS-Rekorder mit 16 Jahren bekommen habe und dann sehr stark geprägt war von dem Geschmack meines Vaters, der mir immer so die Klassiker aus Italien, Frankreich ans Herz gelegt hat. Und ich weiß noch, wie das so Klick gemacht hat bei einigen Filmen und ich unbedingt Filmschauspieler werden wollte. Wenn ich jetzt zum Beispiel Belmondo bei Außer Atem gesehen hatte oder Alain Delon in seinen ganzen Melville-Filmen, aber diese Familie, dieses epische Familiendrama, was ich strukturell auch so interessant finde bis heute von Visconti, würde ich sagen, wäre dann so mein Lieblingsfilm.